Die Wirtschaftskammer Niederösterreich Werbung zu Gast bei ihren Betrieben. Wir holen erfolgreiche Vorzeigebetriebe vor den Vorhang. Hallo, grüß Sie. Grüß Herzlich willkommen bei uns im Unternehmen. Dankeschön. Wie geht's Ihnen? Na, blendend natürlich. Super. Nie Fahrt. Super und nie Fahrt, das ist gut, ja. Wir dürfen heute eine Werksführung bei der Firma Marzec durchführen. Ein niederösterreichischer Betrieb, der Ost- und Zentraleuropa mit seinen Produkten erobert hat. Ja, das ist überhaupt eine tolle Sache, dass uns die Firma Marzec überhaupt hereinlässt in das Unternehmen. Das hat ja mehrere hundert Mitarbeiter hier am Standort Reiskirchen. Und international ist es ja auch eine Größe, hat ja irrsinnig große und irrsinnig gute Markenbildung und das ist für uns ja eine tolle Sache, die wir heute da sehen. Vor allem, was man alles erlebbar wird und im Levelbereich, das ist unglaublich. Sehr geehrter Herr Dr. Warecker, wir dürfen heute bei Ihnen auf Besuch in Ihrem Betrieb sein. Vielleicht stellen Sie uns einmal kurz vor, was Ihr Unternehmen macht und wo Ihre Spezialdisziplin liegt. Wir sind ein traditionelles Familienunternehmen, 1879 von meinem Urgroßvater gegründet. Heute in dritter, vierter und fünfter Generation. Meine Tante, die Frau Marzec, ist sehr bekannt, auch vor allem am Weinmarkt. Mein Neffe, der Alexander Schneller, der für die fünfte Generation im Unternehmen ist, ist für den Industrieverkauf da. Wir haben uns spezialisiert auf feine, dekorative Verpackung. Der Bereich der Verpackung hat sich verändert und so wollen wir eben mit den Trends gehen. Qualität, Wertigkeit ist uns wichtig, Kontinuität, kompetente Beratung und auch die Veredelungen der Produkte. Was zeichnet Marzec besonders aus? Ja, wir sind sehr innovativ. Wir investieren wahnsinnig viel in neue Technologien. Wir können alles anbieten von der Faltschachtel, Etikett, flexible Verpackung. Jetzt decken einen wahnsinnig großen Bereich ab in der Verpackungsindustrie. Es macht doch Spaß, wenn einem immer neue Technologien geboten werden, um damit auf den Markt zu gehen. Ja, so macht das Arbeiten Spaß. Doch, wir haben eigentlich immer schon Weinetiketten gemacht, allerdings nicht in dieser großartigen Ausführung, so wie das heute ist. Vor dem Weinskandal war das Weinetikett nicht wirklich wichtig. Da sind Kunden gekommen und gesagt, Frau Marzec, der Wein kostet nichts, bitte das Etikett soll auch nichts kosten. Und nach dem Weinskandal war der österreichische Weinmarkt ja nicht wirklich gut unterwegs. Und da bin ich dann nach Bordeaux gefahren und habe mir gedacht, wie schaut denn weltweit der Weinzugehörigkeit aus? Und wenn man das dort erlebt hat, dann hat man gesehen, welche Wertschätzung der Wein eigentlich hat. Und ich bin zurückgekommen, habe zu meinem Mann gesagt, du, wir müssen eine Grafikabteilung haben. Und mein Mann hat gesagt, Grafikabteilung? Wozu braucht man eine Grafikabteilung im Weinbereich? Das hat sich aber wirklich dann so großartig entwickelt, dass wir marktführend sind im Anbieten an der Qualität, an dem Kundenservice und auch an der zur Verfügung stellen von Entwürfen, die die Kunden dann bei uns übernehmen können. Was nimmst du von dem heutigen Besuch mit? Das ist für mich ein Familienunternehmen, das so lange Tradition hat und so lange am Markt ist und immer wieder nach vorne denkt und immer wieder in die Zukunft denkt. Vor allem haben wir heute gesehen, dass dieses Unternehmen, will nicht sagen, circa 15 Jahre nach vorne denkt in den Investitionen. Das ist toll, wie die das machen. Bist du stolz auf deinen niederösterreichischen Werber? Selbstverständlich. Das ist sowas, wenn man sowas miterlebt, dann sieht man, wie großartig die Werber in Niederösterreich sind.